Metal Leute, willkommen zurück bei den Testo-Brüdern. Ich wollte schon immer mal so ein Video anfangen. Ja. Und wir sind immer noch hier in diesem wunderschönen Wald auf der Suche nach einem Schalter, den wir anscheinend verpasst haben. Und laufen jetzt einfach mal nach rechts. Ich glaub, lauf mal zu dem Wolfsrudel, genau. Ja, ich glaube, das ist nämlich der Weg zurück. Wir sind beim letzten Mal hier über diesen Felsvorsprung runtergefallen, leider. Und seitdem suchen wir unsere Orientierung. Genauso wie... Ach du... Okay, wenn wir einen gleichzeitig haben können, dann ist... Oh! Was zur Hölle? Voll den Hund weggepatscht, während er auf uns zuflog. Oh shit, oh shit. Was zur Hölle? Ey, du machst viel Schaden, renn um dein Leben. Ich muss ihn wegpunchen. Warte, warte. Ah! Das kostet viel zu viel Leben. Es geht noch, es geht noch. Komm, wir töten den einen Hund noch und dann sind wir auch durch, ey. Warte. Die Peter freut sich schon, also. Ja. Was wollt ihr jetzt tun, Peter? Ach du Scheiße! Bitte, ey! Ich lauf Wasser, da lang. Wenn nur dein Leben. Die haben Angst vor Wasser. Die bissigen Schäferhunde haben richtig Angst vor Wasser. Ja, das ist bestimmt was wieder hinterm Wasserfall. Ja, wahrscheinlich. Ja? Ja, natürlich. Hä? Ja, was ist denn für ein geheimer Ort? Oh Gott, das ist echt ein extrem verwirrendes Level. Hab ich schon jetzt die Orientierung vollends verloren. Sind wir hier nicht dabei? Komm. Oh, vielleicht hier ein Schalter. Ach, das ist da oben, wo wir hochspringen wollten. Ja, okay, die Frage ist nur, komm, wir gehen wieder runter, dann weiß ich wieder, wo wir sind, zumindestens. Ja. Das ist zumindestens mal ein Anfang. Sollen wir nochmal über den Vorsprung springen oder sollen wir einfach geradeaus weiterlaufen? Weil ich habe das Gefühl, wir müssen da schon fast drüber springen. Ja. Lauf mal da, muss er aber erstmal her, weil da oben war ja nur der Satyr und dann. Richtig, stimmt. So, hier war ein Schalter. Den haben wir schon betätigt. Hier sind wir dann geradeaus weiter und nach rechts gelaufen, ne? Ja, versuchen wir es nochmal. So. Das ist echt extrem verwirrend. Vor allen Dingen, weil halt auch alles gleich aussieht hier. Ja. Das macht die Sache echt nicht einfacher. Wie kann man aber eigentlich weiter springen im Spiel, anstatt diesen komischen... Hä? War die Brücke schon immer hier? Nee. Ach so. Woher? Wie kam die denn her? Hat die einer gerade aufgebaut oder hier? Oder? Nee, hier ist das Ding. Oh Gott, ich versuche den Sprung nochmal zu schaffen. Ah, fuck. Okay, hier ging's lang. Wir werden es nochmal versuchen, Leute. Da geht leider nichts dran vorbei. Ich könnte natürlich auch versuchen, an den Hunden weiter dran zu rennen. Ja, geh mal an den Hunden, vielleicht ist auch irgendwas cooles. Ach, das Scheiße, ey. Was sollen die machen? Du bist Herkules. Oh! Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Satyr schießt auch, pass auf. Oh shit! Das ist eine Stadt, ey, renn in die Stadt. Das ist immerhin schon mal eine Stadt, aber ich wette, ich komme hier nicht durch. Aber da rechts geht's noch weiter, zur Not. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht ist irgendwo ein Schalter, den ich betätigen muss. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehrere. Schön, dass die Schalter nur... Weißt du, die Schalter zur Stadt sind überall verschoben. Oh Gott! Oh Gott! Drecksgürre! Kein Hund springt so, oder ein Wolf. Nee, aber in der Welt schon. Kein Hund verfolgt Herkules. Oh Gott! Ey, du musst echt über diesen Abgrund versuchen zu springen. Ja gut, da müssen wir jetzt erstmal wieder hinkommen. Warte, war der nicht eben noch ein Eingang oder habe ich mir den nur eingebildet? Ach Gott. Oh Gott. Hilfe, Hendrik, please. Wollen wir mal gucken, dass ich in der Episode noch in die Stadt reinkomme. Jetzt fängt das Spiel an, Spaß zu machen. Ja. Falls ihr euch gefragt habt, warum wir dieses Spiel so schlecht in Erinnerung haben, jetzt wisst ihr auch warum. Weil dieses Spiel tatsächlich nur Testosteron pur ist und man die ganze Zeit von Sachen verfolgt wird. Hilfe! Vielleicht sind wir auch gerade dabei, die 12 Taten von Herkules schon zu beenden, Hendrik. Ja, vielleicht hat er gegen Wölfe gekämpft und hat Iolaus auf Reise geschickt. Iolaus, der in Ares verseuchtes Superkampfgebiet reinging. In den Ares-Streifen. Da haben sich die Juden gestritten. Mit Markus Kiesli. So, okay. So langsam habe ich vielleicht eine gewisse Ahnung, wie diese Welt hier funktioniert. Guck mal, ich finde auch, siehst du oben rechts diese Baumtextur? Die ist super, ja. Das ist einfach wie so ein Vorhang, so ein Duschvorhang. Sehr, sehr schön. Gut. Wollen wir hier mal weiter? Ich mag die Ninjas auch. Einfach random Ninjas. Aber sind die nicht mehr da? Sind die denn? Die sind Ninjas. Ey, die Ninjas sind nicht mehr da. Erstmal deren Zelt demolieren. Geil, ey. Ah, gut, so viel Zeit haben wir leider nicht. Aber cool. Irgendwie sind die verschwunden. Oh, fuck! Oh! Ninja Surprise Attack! Oh, shit, ey. Sind die mir gefolgt oder was? Die weiß ich nicht, ey. Die haben dich aufgelauert. Die haben ja aufgelauert. Als ob die KI so gut wäre.
Das müssen die mir noch beweisen, dass das möglich ist. So, ich frag mich echt, wie man diesen Scheißsprung schaffen soll. Gott, ist das frustrierend. Wo ging's hier nochmal lang? Zu den Hunden? Wo ging's in die andere Richtung? Ich guck nochmal in die andere Richtung, vielleicht hilft mir guck das. Guck einfach mal, vielleicht ein bisschen Orientierung. Falls wir nicht weiterkommen, dann können wir die Folge auch einfach beenden, weil wir haben ja abgespeichert, wir haben ja in dem Sinne nichts erreicht. Ne, das ist der andere Schalter, das ist der Schalter, der danach kommt. Ja, aber wo geht's denn hier lang? Da waren wir noch nicht. Das ist die Brücke zurück, oder nicht? Ah, warte, hier sind die Ninja-Camps. Ah, okay. Ah, zumindest sind nicht ganz so weit. Ah. Ninjas! Die stehen jetzt hier schon, machen ihr Karate-Tricks. Wir blocken übrigens den, der in die Kommentare jetzt XD LOL Naruto schreibt. Boah. Das muss man hart durchgreifen bei Naruto-Fans. Komm schon! Was zur Hölle? Wie soll ich denn noch besser abspringen? Kannst du mir das erklären? Kannst du vielleicht auch mit irgendeiner Taste nach vorne springen, statt nach oben und dann... Ich weiß nicht. Ich könnte es ja mal probieren, aber... Vielleicht mit den C-Buttons irgendwie? Oh nein, wie komme ich aus dem Menü wieder raus, Hendrik? B. Das funktioniert nicht. In der Ego-Perspektive kann ich... Nee, kann ich leider nicht. Höhe! Okay, das funktioniert leider auch nicht. Wie komme ich wieder aus der Ego-Perspektive raus, Hendrik? Ich weiß es nicht, das würde ich auch immer irgendwie... Oh Gott! Hilfe! Das ist eine sehr gute Episode. Na? Hallo? Hilfe! Okay, wir bewegen uns jetzt schlagend vorwärts. Ah, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, wie es weitergeht. Oh Gott. Oh. Das tut nichts. Die Taste tut nichts. Die macht nichts. Hä? Also so macht er seinen Tritt. Ach so. Ja. Ah, okay. So öffnet man das Menü. So macht man seinen super Kick. Du kannst doch mal gerade im Internet gucken, ob man einen super Long Jump machen kann oder sowas. Nee, es muss so gehen. Aber wie denn? Voll verwirrend. Ich habe die Aufnahme übrigens nicht beendet. Ich schneide das dann einfach so. Ja. Also, geht schon. Ich muss jetzt nur gleich abziehen von der Zeit quasi. Von dem Timer. Stopp den Timer. Ah, okay. So, ich würde sagen, sollen wir weiter? Ja. So, ja gut, wir sind wieder hier. Ich habe zwar gelernt, wie man aus der Ego-Perspektive rauskommt, aber wie man diesen Sprung meistert, das weiß ich immer noch nicht. Ich bin gespannt. Man lernt auf jeden Fall sehr viel. War die Brücke vor da? Da, ja, ich glaube schon. Oder? Ich probiere jetzt einfach mal. Das ist unmöglich. Das funktioniert so nicht und einen anderen Schalter gibt's nicht. Guck mal, wenn ich hier lang laufe, das ist schon der nächste Schalter, den es gibt. Aber den kann ich auch schon nicht drücken, den da oben. Nee, der geht noch nicht. Ich probiere es nochmal, aber es geht irgendwie nicht. Ich glaube, da ist noch ein Zwischenschalter dabei. Also ein Zwischenschalter. Meinst du einer, der die Brücke aufmacht, oder was? Ja, wahrscheinlich. Irgendwo muss noch einer sein, den wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Vielleicht. Hinter irgendeinem Ninja-Haus oder so. Kann diesen Schalter nicht bewegen. Oh shit. Ich glaube, du könntest sogar recht haben. Einfach nochmal umgucken da. Wenn wir sterben, ist ja egal, wir haben abgespeichert, ist ja alles gut. Ja. Da war das eine sehr wenig ertragreiche Folge einfach. Das aber passiert aber auch, weil wir müssen ja nicht immer. Die müssen aber auch mal gezeigt werden, weil es geht ja darum, dieses Spiel in seiner Gänze zu erleben. Und wenn die Nina sowieso nicht da sind, können wir ja auch ihre Zelte einfach kaputt kloppen. Und leider findet sich dahinter. Hinter dem vielleicht. Schön, ey, die sind gerade auf. Wollen dir gerade auflauern irgendwo. Ich geh bei, du kloppt der Zelte kaputt. Jawohl, das war nicht so erfolgreich. Müssen wir irgendwie diesen Sprung machen? Wo geht's denn da hin? Da haben wir doch alle Schalter umgelegt, ne? Guck mal, den da haben wir doch umgelegt. Ich guck nochmal, sicherheitshalber. Aber ich bin mir sehr sicher. Doch, der ist nach unten. Den hat er schon betätigt. Heureka, Hendrik. Heureka, Amigo, ey, was ist da los? Heureka, Amigo. So, dann, ach komm, wir versuchen es nochmal. Ich kann mir, weißt du was? Ne, wir können ja gleich nochmal da weiterlaufen. Aber hinter den Hunden waren doch nur weitere Schalter, oder nicht? Ist das verwirrend? Oh Gott, die Ninjas sind immer weiter hier oben. Die kommen immer näher, ey. Vielleicht muss ich ja die Ninjas hier so stacken, dass ich drüber springen kann. Ist hier vielleicht irgendwas, was mir helfen könnte? Guck mal, wie weit springe ich denn?
Nein, das reicht nicht. Guck mal, da hinten ist der vermaledeite Schalter. Ja, da ist er. Wie soll ich denn hier rankommen? Wenn ich gerade springe, hilft das nicht. Vielleicht muss ich hier ganz links springen. Vielleicht hilft das. Ja, vielleicht ist da so eine bisschen näher dran. Na. Das klappt einfach überhaupt nicht. Ich muss ja an den Schalter rankommen, aber ich kann nicht. Ich versuche mal in die Richtung zu gehen und andere Schalter zu drücken. Ja, vielleicht finden wir noch irgendwas. Oh Gott, jetzt muss ich wieder hier. Nein! Lass mich in Ruhe! Ah, Gott. Wir werfen die dich nicht sofort um, ey. Die rapenden Hunde, ey. Hups. Ja, da geht's halt nach Tarkin. Weißt du, das Schöne ist, Hendrik, ich weiß, wenn ich versage, dass du das nächste Mal das Vergnügen haben. Ja, da ist nur der eine Schalter rechts. Der ist der letzte, ja, richtig. Ja. Wir müssen also über diesen Abgrund. Ja, ich würde sagen, das Vergnügen darfst du, glaube ich, haben. Ja, wir gucken uns, wir haben noch 5 Minuten. Ja, ja, ich gucke mich gern noch um, aber ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da nicht mehr viel... Wir haben den anderen Absprung. Ich meine, diese andere Sprungschanze da eben in, wie auch immer die Stadt hieß. Die eine Stadt mit, die wir eben erkundet haben. Ja, das hat ja auch nicht gepasst. Wir sind ja dann von der anderen Seite dahin gekommen. Ja, richtig. Vielleicht kommen wir da auch von irgendwo anders hin. Ja, aber wir haben doch alle Wege jetzt durch. Also wird dir schön geteasert, so. Da ist ein Abgrund, ne? Da ist der Schalter. Vielleicht. Meinst du, vielleicht... Ich habe eine böse Idee. Oh Gott, ey. Oh Gott. Ey, man kann voll viel machen. Was zur Hölle? Ey, hau ab. Man kann auch... Was willst du jetzt machen? Was willst du tun? Pass auf. Ich habe jetzt den Genius-Plan. Der allerdings jetzt nicht sonderlich genial ist, aber ich glaube, Oh Gott. Kennt ihr die Geschichte von Herkules, wie er von Rude Wölfen wegrennt? Im Einzelnen nur. Ey, schnell noch weggeballert, ey. So. Zwar habe ich jetzt folgende Idee. Wir kommen ja jetzt hier auf dieser Klippe raus, ne? Vielleicht öffnet uns das ja irgendwelche Möglichkeiten. Oder warum sollte das da sein? Weil damit man ja zurückgehen kann. Ja, aber man kann auch so oder so zurückgehen. Ist hier vielleicht noch ein Schalter? Vielleicht da, irgendwo so an der... An der Seite vielleicht? Nein? Ah, schade, das war meine Idee nämlich. Da gerade durch waren wir auch schon, oder? Ich weiß, ich gehe da jetzt einfach hin. Ich meine, was habe ich zu verlieren? Ich habe sowieso kein Leben mehr. Ja. Da kamen wir her, das war der ganze Moment. Sind die hier gerade? Nee, da bin ich die Leiter, glaube ich, hochgeklettert, oder? Weiß ich nicht. Ne, da ist kein Schalter hinter. Egal, einfach mal kloppen, ey. Ich will verhindern, dass noch mehr rauskommen. Greif mich ja sowieso gerade nicht an. Wo ist nur Herkules? Herkules? Der steht so neben dran und macht ihre Häuser kaputt. Okay, ey, das wird... Oh Gott, die haben so Sprungattacken. Oh! Herkules, der... Wieso springt der nicht nach vorne? Das ist voll nervig. Nein! Der Tricky Jumpstar! Oh Gott! Weißt du, da bin ich auch unabsichtlich nochmal stehen geblieben. Die Deppen, ey. Den Schalter haben wir auch umgelegt. Den haben wir schon betätigt, ey. Jetzt müssen wir die Leute drüber springen. Heureka! Oh! Guck mal, wie ich zum Boden gehe. Oh. Der hat mir richtig in den Rücken geschlagen. Game over. Na gut, ich glaube, dabei kann man es auch erstmal belassen, oder? Trakus. Ja, mal gut. Mal gucken, ob Trakus Town Musik gibt. Ja. Ich kann dazu nur sagen, ich entschuldige mich für diese Folge, aber sie ist wichtig, um zu dokumentieren, wie dieses Spiel auch sein kann. Denn es ist nicht immer so wie letzte Episode, wo wir schnell einen Kuchen backen. Ja, aber manchmal muss man noch lange laufen und erreicht trotzdem nichts. Ach, schön. In dem Sinne, das war übrigens unsere allererste Aufnahmesession bei den Testo-Brüdern und ich kann sagen, voller Erfolg, oder? Hat echt Bock gemacht. Und ihr könnt auch sehr viel erwarten. Vor allen Dingen auch die nächste Episode. Und in dem Sinne, mein Name ist Moritz. Ich bin Hendrik und das war's dann für heute mit Herkules. Richtig. Bleibt immer schön Amigos. Amigos, Heureka. Tschüss, ihr Amigos. Morbeats Production. We'll be right back.